So, da bin ich auch schon wieder, nämlich mit einem kleinen Infovideo. Nur für die, die jetzt nicht wissen, was hier genau gemeint ist. Wir haben dieses Wochenende wieder ein Power-Leveling-Event quasi. Das bedeutet, du musst dich halt heute einloggen, Samstag oder Sonntag, und bekommst EP-Boost. Diesen EP-Boost kannst du dann im Laufe der Woche verbrauchen, aber du musst dich halt definitiv heute Samstag oder morgen am Sonntag eingeloggt haben. Also für alle die, die eigentlich zurzeit keinen Bock haben so auf Fortnite, aber wahrscheinlich nächste Woche mal wieder reingucken wollen, loggt euch kurz ein, guckt, dass ihr den Bonus habt, geht einfach schnell eine Runde rein und dann habt ihr diesen Bonus auch. Weil dieser Bonus ist halt schon ziemlich groß, finde ich. Also bei mir hat er ziemlich lange gehalten. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, den mitzuholen, falls man dann doch wieder Lust hat auf Fortnite, damit man, wenn man den Battle Pass gekauft hat, natürlich alles weiterhin freischalten kann. Weil wir brauchen halt schon ein bisschen XP. Die Herausforderungen zu machen, lohnt sich natürlich genauso. Wir haben schon alles gemacht. Von allem habe ich schon ein Video hochgemacht. Also wenn du irgendwo Probleme hast, gerne mal meine Videos durchsuchen. Oder beziehungsweise über die Suche an sich bei YouTube, du wirst mich definitiv finden. Weil ich habe halt wirklich zu jeder Aufgabe ein extra Video gemacht, so dass ihr jede Aufgabe genauso lösen könnt. So, jetzt kurz was in eigener Sache. Erstmal danke für jetzt 1500 Abonnenten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich schon inzwischen Danke gesagt habe. Dann geht es ja um die Skin-Verlosung. Wir haben gestern einen Skin verlost, nämlich an Zeitloser Ghoul. Erstmal Glückwunsch da nochmal an der Stelle raus. So, jetzt aber kurz, damit du auch teilnehmen kannst. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, wenn ich dir schon öfters geholfen habe. Wenn du Lust hast, auch was zu gewinnen. Wann das nächste Gewinnspiel stattfindet, kann ich noch nicht genau sagen. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, ich bin noch kein YouTube-Partner, kein Creator-Code. Also zurzeit bezahle ich wirklich noch alles aus eigener Tasche. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen sparsam sein, sage ich jetzt mal. Aber in Zukunft ist da schon ein bisschen was geplant. Macht euch mal darüber keine Gedanken. So, kurze Sache, damit du auch gewinnen kannst. Schick mir auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage an yt_familyhack. Dann hier drauf, also hier auf das Männchen mit dem Plus. Ihr seht jetzt. Ich kann mir selbst keine schicken. Wichtig ist halt nur, dass ihr das halt definitiv richtig schreibt. Groß- und Kleinschreibung ist unwichtig. Er findet mich auch so. Und dann zeige ich euch nämlich nochmal ganz kurz, wie das Ganze dann abläuft. Wie gesagt, Geschenk kaufen. Und ihr seht schon, Tristan zum Beispiel. Wenn er jetzt, wenn ich heute einen Stream machen würde und denke mir so, weißt du was, heute hau ich einfach mal einen Skin raus. Ihr könnt euch irgendwas aus dem Shop aussuchen, sagt mir einfach nur was und gut ist. Das Problem ist, würde Tristan zum Beispiel mitmachen, könnte er nicht gewinnen. Also er kann schon gewinnen, aber nicht aus diesem Shop, weil ich ihm erst in 2 Tagen ein Geschenk schicken kann. Hier Botbombe natürlich auch. Dann haben wir, wartet, hier zum Beispiel. Er hat mir vor einem Tag anscheinend die Freundesanfrage geschickt, kann ich erst in einem Tag schenken. Also haut eure Freundesanfrage raus, gerne ein Abo. Glocke aktivieren wäre sinnvoll, weil wenn neue Infos sind, sind die immer im Video drin, wie jetzt halt auch. So, jetzt aber kurz wegen dem EP-Boost. Wir gehen dafür ganz schnell in Gruppenkeile. Ihr seht ja, ich habe gestern einen Livestream gemacht mit Verlosung. Ich brauche selber noch die Medaillen heute. Wir gehen einfach mal ganz kurz rein. Dann zeige ich euch einfach mal, wie genau dieser EP-Boost aussieht, den ihr euch auf jeden Fall mitnehmen könnt. Also ich würde es, loggt euch auf jeden Fall ein. Dann geht einfach eine Runde rein, so dass ihr den EP-Boost definitiv habt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob es reicht, wirklich sich nur einzuloggen oder auch kurz ins Spiel reinzugehen. So, ihr wisst ja, hier ist der versteckte Buchstabe bei den Wochenaufgaben. Falls ihr euch fragt, wo der ist, aber wie gesagt, dazu habe ich auch ein extra Video. Genauso hier, wie ihr diesen Skin bekommt, aber in Rot. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal in Orange kriegen, aber ich denke mal, wenn er hier in Orange abgebildet ist, wird er auch in Orange kommen. So, die Runde ist am Laden. Wie ihr dieses Skateboard bekommt, wie gesagt, habe ich auch ein Video zugemacht. Also im Prinzip, ihr werdet grundlos versorgt, was Aufgaben betrifft bei mir. So, wir gehen auch direkt raus. Komm, zack, raus. Gehen wir direkt in die erste Stadt. Und dann seht ihr schon, ganz unten steht jetzt extremer EP-Boost. Also wir haben den jetzt auch schon mal auf jeden Fall. Ihr könnt quasi jetzt schon aus der Runde rausgehen.
Und dann habt ihr den EP-Boost auf jeden Fall sicher. Wie lange der natürlich bleibt, weiß ich nicht, aber ich denke mal dann halt, bis dass der nächste EP-Boost kommt. Aber wenn der aufgebraucht ist, seht ihr das auch, weil dann steht das Ganze nämlich nicht mehr da unten. So, jetzt zeige ich euch das kurz an der Kiste, wie viel EP ihr bekommt. Also für eine Kiste bekommt ihr jetzt schon 806 EP. Und das ist wirklich viel. Wenn ihr wisst, wie viel es sonst gibt, dann. So, dann suchen wir noch schnell eine Munitionskiste, weil da weiß ich die Zahl nämlich wirklich gerade auswendig. Das sind nämlich 160, bekommt man da eigentlich, oder 190. Ja, von wegen, er weiß wie viel, er weiß es nämlich doch nicht. So, Munitionskiste, zack. Selbst die Munitionskiste gibt 713 EP. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, sich einzuloggen heute oder morgen und euch den EP-Boost mitzunehmen. Und ich hoffe, das Video hat dir schon mal weitergeholfen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, spielt nicht zu viel. Ja gut, bei dem Wetter, was will man da draußen machen, ganz ehrlich. Also zockt, genießt das ganze Leben und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vielleicht mal schon noch ein Livestream heute, ich denke aber mal schon. Und in dem Sinne, haut rein.